170 Zuschauer haben die Oberliga-Partie Karlsruher SC gegen SSV Reutlingen 2:0 gesehen. Wie immer natürlich das erste Statement von unserem Gästetrainer Jochen Glas. Kann losgehen. Hallo. Glückwunsch an den KSC. Ich denke, die haben heute wirklich verdient gewonnen, 2:0. Wir haben von Anfang an nicht ein Spiel gefunden. Ging schon los mit dem frühen Gegentor. Und zog sich dann so weiter. Fehler im Spielaufbau, leichte Ballverluste, viele Fouls und sind gar nicht in die Spielweise reingekommen, die uns die letzten Wochen eigentlich so ausgezeichnet hat. Und ich habe es vorher schon gesagt, wir haben uns heute ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht der letzten Woche. Wenn wir das mit Göppingen und Pforzheim vergleichen, wo wir bärenstark aufgetreten sind, da war das heute einfach zu wenig, um gegen eine Mannschaft zu spielen, zu gewinnen, die einfach den Sieg wollte und die natürlich hätte auch noch das ein oder andere Tor schießen können. Vielleicht hätten wir noch mal eine Chance gehabt, wenn wir in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich machen, aber unterm Strich war das heute von uns zu wenig und ja, deshalb Glückwunsch an den KSC. Vielen Dank, Jochen Glas. Stefan, dein Statement zum Heimsieg. Ja, Jochen, danke erstmal für die Glückwünsche. Die nehmen wir natürlich gerne entgegen. Das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, genau in den Situationen und auch in den Räumen Balleroberungen zu haben, die interessant sind für uns, die wichtig sind für uns, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Natürlich unterstützt auch durch das frühe Führungstor nach der schönen Freistoßvariante. Das Ganze hat es natürlich leichter gemacht. Insgesamt waren wir gut, wir waren gierig, wir waren wirklich griffig und waren auf Balleroberungen aus, hatten sehr gute Balleroberungen. Das einzige Manko, wir müssen den Sack viel, viel früher zumachen, müssen nach dem 2:0 das 3:0, wenn nicht sogar das 4:0 nachlegen, hatten da wahnsinnige Möglichkeiten zu weiteren Torchancen auch die Tore dazu zu machen und das haben wir leider versäumt. So ein Spiel kann leicht auch nochmal kippen, ja, ein bisschen Glück für Reutlingen könnte den Anschluss auch noch machen, auch in der zweiten Halbzeit noch und das ist das Einzige, was wir uns heute vorwerfen müssen, dass wir wirklich Torchancen en masse liegen gelassen haben und müssen heute wirklich 2-3 Tore mehr schießen. Haben wir uns erarbeitet, haben wir uns wirklich gut rausgespielt teilweise, die Tormöglichkeiten, aber wie gesagt, die haben wir liegen lassen. Das darf und sollte uns eigentlich nicht passieren, nichtsdestotrotz freuen wir uns über den Sieg heute, den wir eingefahren haben, gegen trotzdem, wie ich finde, eine gute Reutlinger Mannschaft, die einfach guten Männerfußball bringt und wir wachsen, wir sehen einfach auch, dass wir ja, uns entwickeln im Laufe der Saison und ärgerlich, dass es so spät jetzt passiert, dass wir jetzt ins Laufen reingekommen sind in der Rückrunde, das hätte in der Vorrunde durchaus schon ein bisschen früher passieren können, dann wäre es nochmal interessant gewesen insgesamt in der Saison. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch 4 Spiele vor der Brust, die wollen wir allesamt erfolgreich gestalten und zu Ende bringen und wollen gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich einfahren. Dankeschön. Gibt es Fragen mit der anwesenden Journalisten? Herr Sartori, es gibt ja, steht ja im Raum das Gerücht, dass, oder es ist fraglich, wie es mit der zweiten Mannschaft weitergeht nächste Saison. Können Sie aus Ihrer Sicht mehr dazu sagen? Ja, aus sportlicher Sicht wäre es meines Erachtens fatal, generell für jeden Bundesliga-Verein eine zweite Mannschaft abzumelden. Eine Ausbildung hört nicht in der U19 auf. Es ist nicht so, dass die Spieler, die rauskommen aus der U19, da fertig ausgebildet sind. Die Jungs, die da rauskommen, auch unsere Spieler, brauchen Spielpraxis auch für die Spieler, die bei den Profis nicht zum Einsatz kommen. Aber eigentlich muss ich sagen, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich weiß genauso viel wie Sie. Mit mir hat bisher keiner gesprochen, mit den Spielern hat keiner gesprochen. Und insofern stehe ich hier und oder sitze hier und kann Ihnen eigentlich dazu keine Antwort geben, außer meiner subjektiven Meinung. Und die habe ich gerade kundgetan. Es wäre fatal, eine zweite Mannschaft abzumelden. Viele andere Profimannschaften, die abgemeldet haben, wissen, dass sie im Nachhinein oder wissen jetzt, dass sie einen Fehler gemacht haben, würden den Fehler gern wieder rückgängig machen. Nicht alle, aber einige und die meisten, wie ich weiß. Die jungen Spieler, die man im Nachwuchsleistungszentrum ausbildet, die brauchen irgendwo eine Plattform. Die wenigsten schaffen direkt den Sprung in die Profimannschaft, in den Profikader. Und selbst wenn sie den Sprung schaffen in den Profikader, brauchen sie irgendwo Spielpraxis. Dafür dient eine U23, da ist nicht immer nur interessant, den maximalen Mannschaftserfolg zu sehen, sondern die individuelle Ausbildung steht im Vordergrund und dafür ist eine U23 da.
was der Verein macht, wie gesagt, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müssen wir eine Etage höher gehen an die Verantwortlichen und denen die Frage stellen. Es gab ja einen Aufmarsch der Ultras. Könnte man vielleicht ein Statement von jedem Trainer dazu haben, wie man mit der Situation umgegangen ist und wie man das sieht, bewertet? Ja, wenn ich das jetzt das sagen darf, also ich fand den Aufmarsch so, dass die reingelaufen sind ins Stadion zu uns auf Platz 2, haben sich hinter die Reutlinger Bank gestellt, haben da niemandem irgendwas getan, haben sich total friedlich verhalten, wie jeder andere Zuschauer auch. Ja, klar war das eine Aufmerksamkeit, die sie auf sich gezogen haben, weil sie während dem Spiel reingelaufen sind und das war alles. Also es gab keinerlei Ausschreitungen, es gab nichts und dementsprechend braucht man das Ding nicht höher zu hängen, als es tatsächlich ist. Na gut, ich sehe es ein bisschen anders. Sowohl ich als auch ein Spieler sind bespuckt worden von denen. Insofern, doch, war leider so. Würde ich da nicht sagen, insofern. Klar, war schwierig, das wussten wir schon, wo wir hergefahren sind, dass das heute eine komische Situation wird. Unterm Strich sind wir alle froh, dass es so friedlich abgelaufen ist. Ich kann mit dem Bespucken leben. Insofern, ja. Also ganz kurz, dann muss ich an der Stelle jetzt auch nochmal einhaken. In der ersten Halbzeit wurde von unserer Seite ein Spieler bespuckt, aber wenn du das Fass jetzt aufmachst, ich habe dich darauf hingewiesen in der ersten Halbzeit, Jochen, dass ein Spieler von uns bespuckt wurde und habe von dir die Aussage bekommen, ja, was kannst denn du dafür? Und kommst jetzt bei der Pressekonferenz mit so einer, in Anführungszeichen, im Nachhinein, wie du gesagt hast, Lappalie und machst es bei der Pressekonferenz auf, da habe ich keinerlei Verständnis für diese Äußerung. Ich habe mich doch nicht beschwert. Okay. Ja, können wir so stehen lassen, das hat ja jeder gesehen, was in der ersten Halbzeit war, wo der Schiedsrichter sich auch kurz bei uns um eine Fairplay-Ansage bemüht hat, nachdem klar war, was er denn auf der einen Außenlinie mit dem Spieler Kai Kleiner mit dem Linienrichter, der wohl bespuckt worden ist, was im Reutlinger Block passiert ist. Der Schiedsrichter hat es aufgenommen. Alles weiter wird sich zeigen. Da wünsche ich unseren Gästen auf jeden Fall einen guten Nachhauseweg. Unsere Geistelfans noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Danke.